Glück auf, liebe Schalker. Glück auf. Zum letzten Heimspiel gegen Hansa Rostock melden wir uns pünktlich, wie immer. Eigentlich ohne Sorgen, Abi. Jetzt ja. Endlich ohne Sorgen. Wir brauchen uns keine Gedanken machen. Aber bevor wir über das Spiel reden, über den Verein, Alfons, nochmal besten Dank ja. Für die tolle Unterstützung in diesem Jahr. Jawohl, mit Kia, das muss man sagen. Und Kia hat uns Glück gebracht. Absolut, und wir hoffen natürlich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, auch im nächsten Jahr. Ja, das sehe ich auch. Also Alfons, Dankeschön nochmal. Besten Dank. Ja, liebe Schalker, wir spielen gegen Hansa Rostock. Wir haben eine grottenschlechte Saison hinter uns, auch wenn wir jetzt himmelhoch jauchzend alles feiern, aber wir müssen noch mal Tacheles reden, Navi. Ja, die Saison, die kannst du eigentlich vergessen. Also es war eine Katastrophe. Ich hoffe, dass wir in so eine Situation ja. Nicht mehr reinkommen. Ja, wie oft schauen wir auf den letzten Platz? Also das war jetzt mit einem blauen Auge weggekommen. Zum Glück haben wir die letzten 6 Spiele die Mannschaft hat sich stabilisiert. Hat sich zusammengerissen ja. Und ja. Hat bemerkt und auch in der Ernst der Lage erkannt. Ja, das war der Ernst der Lage, weil es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir hier abgestiegen wären. Absolut, also absolut. Wäre für die Region über uns und fatal. Für alle, die mit Schalke Herzblut hatten, eine Katastrophe gewesen, wenn wir abgestiegen wären. Was erwartest du morgen im Stadion, in unserer Arena? Ja, erstmal erwarte ich, dass wir Hansa Rostock schlagen. Ja. Das wäre dann nochmal ein Dankeschön an den ganzen Fans, an ja. Den Leuten, die im Stadion sitzen, ja. Aber auch unsere ganzen Mitglieder, die ganzen 180 Mitglieder. Das wäre ein Dankeschön. Vielleicht kommen ja nochmal ein paar dazu, das wäre natürlich klasse. Dann brauchten wir eventuell noch nicht drüber nachzudenken, ob wir das Stadion verkaufen ja, oder ja. Nicht. Ja. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir die Kurve gekriegt haben. Jetzt müssen wir eine schnelle Analyse machen, Peter. Ja, auf jeden wer Fall. Wer weg muss, ja, wer ja. Bleiben soll. Ja, ja. Und dann müssen wir die richtigen Spieler holen. Also ich meine, dass wir mindestens 5, 6 neue Spieler haben müssten. Hoffentlich haben wir auch ja. Die richtigen Leute, die da das richtig sehen und auch vernünftig einkaufen. Ja. Und da vernünftig. Aber da vertraue ich dem Vorstand, da vertraue ich den Leuten, die da was zu sagen haben. Alles andere, ja. Ja, wir werden sehen. Also es gibt ja jetzt diesen Ben Manga, der da wahrscheinlich was zu sagen hat. Ob er natürlich die richtigen Spieler findet, das weiß natürlich kein Mensch. Also haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ja, aber da weiß man alle nicht. Aber wir werden überrascht werden. Ja, hoffentlich positiv. Wenn wir sehen, was für Spieler hinkommen. Und ich hoffe auch, dass die Spieler dazu passen, zu der Mannschaft, die im Endeffekt noch da bleibt. Zu unserem Verein, ja. Zu der ganzen Region, zu allem. Denn wir sind ein Amateur- und Malocher-Verein und nichts anderes. Und es ist nicht einfach, in Schalke zu spielen. Genauso ist das. Ja? Genauso ist das. Schamberger hat das hier bemerkt. Ja. Er hat am Anfang der Saison richtig kacke gespielt. Ja. Und jetzt ist ja erstmal eine Saison bei uns, jetzt spielt er viel, viel besser, jetzt hat er sich dran gewöhnt. Auch auf einer vernünftigen Position. An dieser Position und auch an den Leuten, an den Zuschauern, das ist alle nicht so einfach für diese Jungs, die hier hinkommen und glauben, naja, Schalke ist wie jeder andere Verein. Schalke ist nicht wie jeder andere Verein. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Naja. Hansa Rostock schickt, ja. Für mich sind die auch abgestiegen. Ja, also ich glaube nicht, also, dass Hansa noch die Kurve kriegt. Die entscheidenden Spiele haben die kann ich mir nicht verloren. Ich meine, ist ein Traditionsverein. Ja. Also es ist schade drum, aber Osnabrück ist auch ein Traditionsverein. Und einer muss nun mal beim Fußball im Sportbereich absteigen. Dann ist das so. Hauptsache wir waren da nicht. Mir ist eigentlich auf Deutschland scheißegal, wer absteigt. Erwartest du morgen Fanfest oder erwartest du morgen eine gute Stimmung in der Arena? Ja, oder? Ich erwarte gute Stimmung. Ja. Und die Jungs, Terodde wird sich verabschieden. Ja, ich glaube, Terodde will aufhören. Ja, hoffentlich macht er ein Tor. Ja, also wir werden sehen. Also der war ja schon im letzten Jahr, wollte aufhören. Da haben sie ihn ja nochmal überredet, nochmal eine Saison dran zu hängen. Ja, war auch okay, was er da gemacht hat. Und. Ich habe auch oft auf der Rolle geschimpft, aber im Endeffekt ist es ja auch so, wenn die Mannschaft, sag ich mal, ja, nicht so spielt, wie er spielt. Das heißt also nicht mit Flanken und dann sieht ein Mittelstürmer immer schlecht aus, absolut, der bedient werden muss. Ich meine,
dass er eine Klasse hat in der zweiten Liga, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Wir haben ja 177 geschossene Tore, also ja, ist schon unerreicht. Naja, ich, ich konnte mir sogar gut vorstellen, dass Preußen Münster, wenn die aufsteigen, da ja ob er da vielleicht nochmal spielen würde, aber ich glaube, der hat einen Anschlussvertrag hier und den will er, glaube ich, eben. Jetzt kommen wir mal zu unserer U23. Da ist ein Spieler, Amadi, guter Junge, der von mehreren Vereinen schon beobachtet worden ist. Von Magdeburg, Reutte Fürth, KSC, Gallen ist da, Darmstadt, genau. So. Ja, also warum kommen wir da nicht weiter? Also ich habe es heute Morgen nur gelesen, dass, dass sie mit ihm nicht klarkommen über einen Vertrag. Ja. Verstehe ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also wenn da so viele gute Vereine dran sind, dann muss der kicken können. Also die sind ja keine 6-7 Vereine, die können ja nicht falsch liegen. Ja. Wenn einer falsch liegt, dann will ich ja sagen, okay, der liegt falsch. Aber wenn 7 Vereine ihn haben wollen, unter anderem auch Ajax Amsterdam, habe ich auch gelesen, die sind auch noch hinter dem her. Ja, das heißt schon also ich finde, ich persönlich finde ihn richtig gut, das habe ich aber auch schon seit Monaten gesagt. Ja. Die hätten ihn auch vielleicht mal mitnehmen müssen in der ersten Mannschaft, ihn mal mittrainieren lassen ein paar Mal, dass er da ein bisschen reinriecht. Ich glaube, dass das ein ganz großes Talent ist für mich, weil ich gesehen habe, dass so viele Vereine hinter ihm her sind. Also lag ich wahrscheinlich doch nicht falsch. Und ich würde dem unserem Verein nur raten, nicht den Fehler zu machen, den Jungen laufen zu lassen. Ja. Der hat richtig viel Potenzial. Auf jeden Fall. So, liebe Schalker, wir verabschieden uns, der AW und ich. Und wünschen natürlich für das morgige Heimspiel alles, alles Gute. Jawohl. 3 Punkte, eine geile Stimmung in der Arena. Und sagen einfach Glück auf, AW. Glück auf. Und viel Spaß morgen. Danke. Ciao. Danke. Ciao.